Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 2.8.2019. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item Shop, sofort U gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Es unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Buck drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, schauen wir in den heutigen Item Shop rein. Da haben wir zwei neue Outfits und ich glaube, es ist eine neue Picke, oder? Jawohl, eine neue Picke. Wir fangen an mit dem Extraterrestrial für 500 V-Bucks. Ja, passt schon ziemlich krass hier zu dem neuen Skin. Sieht ziemlich cool aus. Damit kriegt von mir 9 von 10. Schauen wir mal in die Noten rein. Wie sieht es da aktuell aus? Der Extraterrestrial. Hier haben wir ein Voting von 4,1 von 5 bei 21 Votes. Am 8. Juni 2019 ist das mal drin gewesen. Seitdem 4x 37 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 15 Tagen. Dann haben wir den Sichelschläger, wieder die Batsickle, die war auch schon geschätzte 100.000 Mal im Shop gewesen. Kriegt von mir 6 von 10 für 800 V-Bucks das Teil. Die Batsickle hat hier ein Voting von 3,51 von 5 bei 61 Votes am 12. November 2017 das erste Mal drin gewesen, 36 Mal seitdem, 78 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 22 Tagen. So, dann haben wir die Expertin, unsere Mathematik-Spezialistin hier mit da hinten diesem Laptop und dem Lama da drauf anstelle von dem angebissenen Apfel. Für 1200 V-Bucks, Maven kriegt von mir 7 von 10. Maven. Und da haben wir ein Voting von 4,04 von 5 bei 70 Votes am 6. Januar 2019 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 10 mal 145 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 9 Tagen. So, dann geht's weiter. Dann haben wir Endloswippen. Das finde ich ziemlich... Für 500 V-Bucks finde ich nicht ganz so toll, das Teil kriegt von mir 6 von 10. Man kann einfach nicht aufhören. So, da mein Voting von 3,385 von 24 Votes am 1. Februar 2019 ist erstmal drin gewesen. Dreimal seitdem 11 Reminders, letztes Mal im Shop vor 159 Tagen am 24. Februar 2019. Dann machen wir weiter mit dem Papierflugzeug für 800 V-Bucks. Mega geiles Teil. Jo, kriegt von mir 9 von 10. Dann hat hier ein Voting von 4,28 von 5 bei 29 Votes am 6. Januar 2019 ist erstmal drin gewesen. Seitdem 8x 44 Reminders jetzt mal im Shop vor 43 Tagen am 20. Juni. Dann kommen wir zum Bombasto, der erinnert mich immer an Bomberman, das habe ich früher sehr, sehr gerne gespielt. Das Teil kriegt von mir 7 von 10. Das ist das Blood und er hat ein Voting von 3,42 von 5 bei 24 Votes am 24. April 2019 das erste Mal drin gewesen, dreimal seitdem 18 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 7,5 Tagen am 6. Juni. Dann kommen wir zum Raben, der Raven OG Skin. Schon sehr häufig im Shop gewesen. Ja, sofort hatten sich auch geholt. Kriegt von mir 10 von 10. Mega cooles Teil. Der Raven hat hier ein Voting von 4,43 von 5 bei 166 Votes. Am 6. April 2018 ist erstmal drin gewesen. 15 Mal seitdem 294 Reminders. Setzt mal im Shop vor 74 Tagen am 20. Mai 2019. Dann kommen wir zum Ravage. Verwüstung für 2000 V-Bucks. Kriegt von mir auch 10 von 10. Dann hat hier ein Voting von 4,31 von 5 bei 148 Votes. Letztes Mal im Shop vor
Das erste Mal im Shop am 26. August 2018. 11 Mal seitdem, 288 Reminders, letztes Mal im Shop vor 74 Tagen. Dann kommen wir hier zum Eisernen Schnabel. Iron Beak, mega geile Picke, für mich eine der geilsten Picken im ganzen Shop. Das Ding ist mega cool. Ja, kriegt von mir 10 von 10, hat hier ein Voting von 4,33 von 5 bei 42 Votes am 26. August 2018, das erste Mal drin gewesen, 11 Mal seitdem, 44 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 74 Tagen am 20. Mai. Dann haben wir hier den gefederten Flieger, den Feathered Flyer, der kriegt von mir 7 von 10, auch wenn es ein Standardgleiter ist, aber diese Flügel, da finde ich ziemlich cool, das Teil. Kriegt von mir 7 von 10. 4,3455 bei 29 Boots am 6. April 2018. Das erste Mal drin gewesen. 15 Mal seit dem 29. Spiel. Meines ist mal im Shop vor 74 Tagen. Und dann kommen wir zu den neuen Items. Die Beast-Schützen. Sieht eigentlich ganz cool aus. Erinnert so ein klein wenig an Flash. Nur eben in einer schwarzen Variante. Das Teil kostet 800 V-Bucks. Ja, weil ich diese Beast-Teile nicht mag. Und ich würde dem Ding wahrscheinlich eine bessere Note geben, kriegt es von mir 6 von 10. Hat bis jetzt noch kein Voting. Dann haben wir hier diese Robo-Randale-Picke für 500 V-Bucks. Kriegt von mir auch 6 von 10, hat auch noch kein Voting. Und zu guter Letzt haben wir noch den Beast-Piloten für 800 V-Bucks. Ja, sieht auch ein bisschen aus wie Flash, nur eben in schwarz. Aber ja, der Teil kriegt von mir 7 von 10. Jo, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal mit den Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es jetzt mal ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.